Ja, hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich euch mein neues Format vorstellen. Und zwar möchte ich hier immer in 90 Sekunden irgendein Thema erklären und ja, Feedback dazu und natürlich auch Themenvorschläge bitte in die Kommentare. Das Video geht nach dem Intro los. Viel Spaß! Der Onlinehandel, auch E-Commerce genannt, wächst seit geraumer Zeit immer stärker. Sein Marktanteil ist bereits auf etwa 15% angestiegen. Doch was ist nun das Problem? Ein Online-Shop benötigt wesentlich weniger Angestellte als ein Laden. Somit sind nur etwa 3% der im Einzelhandel Tätigen bei einem Online-Shop angestellt, obwohl Online-Shops einen Marktanteil von etwa 15% haben. Wenn der Onlinehandel also weiter so stark wächst, werden dadurch viele Läden durch die gewachsene Konkurrenz der Online-Shops schließen müssen. Diese können nämlich nicht mit den Preisen der Online-Shops mithalten, da Online-Shops keine Miete für Ladenflächen und durch die wenigen Angestellten weniger Lohn zahlen müssen. Somit sind die Produkte meist billiger. Außerdem ist es auch bequemer, vom Sofa aus zu bestellen, als ins nächste Einkaufszentrum zu fahren. Dadurch, dass die Anfahrt also entfällt, ist der Einkauf auch schneller erledigt. Lediglich die Lieferzeit ist ein Gegenargument. Gerade kleinere Geschäfte werden zuerst leiden, da diese noch weniger mit den niedrigen Preisen mithalten können, als große Ketten, die durch die Masse an verkauften Produkten dann doch noch weiter im Preis runtergehen können. Ich will Online-Shops gar nicht schlecht machen, gerade wenn man etwas ländlicher wohnt und etwas Spezielles kaufen möchte, sind sie sehr praktisch. Doch ich finde, dabei sollte kein Ungleichgewicht entstehen, gerade wenn ich höre, dass sich einige bereits ihr Essen online bestellen. Vielmehr sollte darauf geachtet werden, dass Online-Shops mit den Geschäften im Gleichgewicht bleiben. Also achtet doch in nächster Zeit darauf, dass ihr auch mal im Laden nebenan einkauft und somit die Arbeitsplätze in eurer Umgebung schützt.